Yeah. Aufnahme startet. Dann starten wir auch das Spiel. Hey Nate, der Turm da sieht alt aus. Der Turm sieht alt aus. Ja, das ist der aus Lawrence Notizbuch. Muss er sein. Während wir natürlich in dieser wunderschönen Neubauimmobilie hier geradezu futuristisches Design haben, sieht der Turm da hinten alt aus. Ja, ja. Ne, hier bin ich glaube ich nicht richtig. Oder? Sind wir hier richtig? Wie kommen wir denn zu dem Turm dahin? Naja, gibt es hier irgendwo Durchgang? Irgendwie scheint dem nicht der Fall zu sein. Dann, hoppala. Ja, komm. Ja, danke. Den Tipp habe ich auch bemerkt. Hier sind wir in der Galerie. Mit den schönen Gemälden. Guck mal hier. Hübscher Burschi. Was haben wir hier noch für einen? Oh, der war früher mal auf dem 50-Mark-Schein, glaube ich. Und noch so ein paar andere Dinge. Naja. Oh, was haben wir hier? Hier kommen wir durch. Ich glaube, hier kommen wir durch. Ja? Ja. Danke. Danke. Da kommt man nicht so leicht her. Aber hier hingegen schon. Was ist das hier mit den Statuen? Hey, Nate. Ist das nicht dasselbe Symbol wie auf dem Turm? Das bedeutet was, oder? Vielleicht ein Geheimweg. Genau, das bedeutet was. Etwas zu einfach, meinst du nicht? Ja, zu einfach. Notizbuch, falsche Taste. Da war das Notizbuch. So. Nee. Wo sind hier die Ritter-Heinis? Nee. Irgendwas stimmt mit diesen Ritter-Rüstern. Ach, ehrlich? Komm, sieh mal. Ja, die kann man drehen. Sockel drehen sich. Interessant. Sagt Lawrence Notizbuch was darüber? Mal sehen. Jetzt darf ich gucken. Ja. Okay. Schau. Vier Ritter. Mit Axt, Schild, Schild guckt auf Axt, Axt guckt auf Schild. Wie die hier in dem Raum. Schild guckt auf Axt. Axt. Vielleicht müssen wir die Ritter in die richtige Richtung. Auf Schild. Der Rest war schon irrelevant, der stand zufällig da. Okay. Sag's richtig, Sally. Ich hab, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich mega lange für das Rätsel gebraucht. Und bisher. Also es erschließt sich mir auch nicht, warum. 1, 2 ziehen oder 1, 2, 3 ziehen? Zieh einfach. Hey, bist du okay? Ja. Ja. Ich überlebe. Nee, da sind wieder Spinnen. Soll ich da wieder hochkommen? Ich gehe da lang. Wir treffen uns da drüben. Alles klar. Vorsichtig da unten. Okay. Das Geilste an dieser Höhle ist, ich hoffe, es gibt eine dass andere es hier taghell ist. Tolle Höhle. Was ist das für ein Geräusch? Allerdings haben gleich die Spinnen keinen Bock mehr auf mich. Oh ja, toll. Hier sollte ich durchkommen. Ich würde da nicht durchpassen, bin ich viel zu fett für. Er auch. Hm? Ja, komm schon. Sei mal nicht so. Quetsch dich mal ein bisschen. Ja. Und jetzt kein Scheiß. Welcher normale Mensch taucht in einer Höhle
unter Wasser in ein System, wovon er gar nicht weiß, wie es da weitergeht. Ganz ehrlich, das ist doch komplett bescheuert. Naja, egal. Hat trotzdem geklappt. Dann gucken wir mal weiter. Schauen wir mal, wo uns das Höhlensystem hinführt. Plitsch, platsch. So. Echt? Ein gutes Zeichen. Geht's aber tief runter. Springen wir nochmal einfach wild drüber. Mit glitschigen Händen auf einem matschigen Boden. Hat alles funktioniert. Hier auch an der Wand entlang. So, Kleinigkeit. Guck mal hier. Ja, Physik ist nicht real. Physik ist ein Konstrukt. Weg raus. Okay, hier kann ich doch hochklettern. Jetzt darüber. Jetzt aber zu. Hinterspiel. So sieht's aus, wenn Physik real wird. Dann ist das Kacke. Okay, gehen wir die Sache mal an. So. Da auch. Autsch. Himmel sei Dank. Ein Weg raus. Okay, hier kann ich doch hochklettern. Kinderspiel. Ich versuche wirklich eine Etage höher zu springen, also mich so hochzuziehen. Aber anscheinend ist das die falsche Tastenwahl. Versuchen wir es jetzt mal ohne Springen da weiter zu klettern. Also an besagter Stelle halt, logischerweise. Himmel sei Dank. Ein Weg raus. Okay, hier kann ich doch hochklettern. So. Diesmal nicht. Kinderspiel. Ach, jetzt darf ich wieder springen. Oh, jetzt wollte ich auch wirklich schneller sein. Mist. Mit den Fingerspitzen chillt der da. Sie sind hier irgendwo. Los, finde sie! Ich muss Sally warnen. Na, den können wir ja schon mal... So, wo kommen wir denn hier her? Die hätte ich ganz gerne, danke. Das kann ich auch ganz gut zu haben. Toll. Hi. Au, 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 au. Da schießt er einfach von hinten. Der andere ist weg. Ist nicht gut. Jetzt kriegst du Lack. Ja, das Magazin habe ich ihm reingedrückt. So einfach war das.
Der Musik zufolge ist hier aber noch jemand. So, gucken wir mal, ob wir jetzt hier den nächsten noch mitnehmen. Haben wir immer noch nicht erwischt. Irgendwo ist doch noch wer. Die Musik ist noch zu dramatisch. Das ist wirklich bei Uncharted immer so ein Indikator. Solange die Musik noch dramatisch ist, ist hier auch noch irgendwer am Rumschleichen. Gucken wir mal oben. Aber wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Let's Play, denn wir sind schon wieder an unserer Zeit angekommen und sage ciao.